was. Ja! Das ging in die Eier. Weiter! Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Elea. Ja, hier bin ich wieder und ich muss zugeben, dass ich den Part jetzt schon zweimal fast aufgenommen, jetzt am Aufnehmen bin. Ich hoffe inständig, dass es jetzt funktioniert. Das Spiel hat leider noch ein paar kleine Bugs, die aber mit einem Neustart des Spiels wieder behoben werden können, also beziehungsweise aus der Welt geschafft werden können. Und ich hoffe jetzt, dass es auf jeden Fall funktioniert. Wir sind stehen geblieben. Wir waren hier in dem Serverraum gewesen, wollten auf den Hauptrechner zugreifen, damit wir den Kazumi, diese KI, auf unser Witzcom laden können, damit wir den mitnehmen können zur Rettungskapsel. Und genau. Und wir können auch nicht auf den Server zugreifen, weil wir müssen diese Codes eingeben. Zusätzlich brauchen wir aber noch eine Speichererweiterung für unseren Witzcom, damit wir überhaupt genug Platz haben für diesen Kazumi. Die bekommen wir hier. Habe ich auch übrigens fast eine Stunde gesucht, bis ich das gefunden habe. Hier, die Speichererweiterung. Ich meine, wer kommt da drauf, das Ding zu finden? Wer kommt da drauf? Aber okay. Es wird einem nämlich nirgends gesagt, dass man die hier findet, die Speichererweiterung. Genau. Jetzt sind wir an der Stelle, wo wir, genau, zu dem Chef ins Büro müssen. Ah, ich muss erstmal zum Aufzug. Genau, zu dem Chef ins Büro müssen wir jetzt. Das war hier unten auf Deck 1 war das gewesen, glaube ich. Genau, ja. Wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel hier ein Smartphone oder irgendeinen Brief oder so liest, dann öffnet sich ja so ein kleines, öffnet sich ja so ein Fenster, wo der ganze Text so auf Deutsch drin steht. Und diese Animation, also dass sich überhaupt dieses Fenster öffnet, hat einfach gefehlt. Das heißt, ich konnte letzten Endes die Sicherheitscodes eingeben, aber dann nicht den Code lesen, der danach aufgemacht worden ist, weil das Fenster nicht geöffnet worden ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wenn nicht, ist ja auch egal. Ich zeige es euch dann gleich nochmal. Gut. Jetzt müssen wir erstmal hier den Pokey holen. Den kriegen wir von hier. So, den haben wir. Auf der Rückseite werden dann jetzt sogar die Sicherheitscodes, muss man auch erstmal drauf kommen, für diese zwei Terminals, die unten im Netzwerkcenter sind. Mitnehmen müsste ich die natürlich schon. So. Und vielleicht kann ich euch das jetzt zeigen. So, hier haben wir jetzt ein Handy. Und wenn ich jetzt linke Maustaste drücke, genau, öffnet sich dieses Fenster. Und das hat sich nicht geöffnet. Und ich habe ewigst lang, ich schwör's euch, sicher ein bis zwei, also sicher fast zwei Stunden, bin ich hier rumgelaufen, habe geguckt, was muss ich machen. Weil ich dachte erst, es ist normal, dass ich da kein Fenster öffne. Ich dachte, okay, da gibt's vielleicht nichts zu sehen. Hey, bis ich das rausgefunden habe, dass sich da einfach ein Fehler dahinter versteckt. Und dass man das Spiel dafür neu starten muss. Also ich habe dann irgendwann das Spiel ausgeschaltet und habe gedacht, nee, das kann es nicht sein, ich probiere es jetzt nochmal weiter. Und dann hat es plötzlich funktioniert. Genau, und dann bin ich halt nur mal dahin gekommen, wo ich jetzt bin, ne? Und habe dann aber, wie gesagt, fast zwei Stunden Videomaterial gehabt. Und habe gesagt, ey, das kann ich nicht bringen. Ich muss das jetzt einfach nochmal aufnehmen. Genau. Und jetzt bin ich hier. Habe das jetzt zum dritten Mal, nehme ich das jetzt eigentlich sozusagen auf. Und ja, genau. Weil irgendwann, meine lieben Freunde, reicht auch mir mal der Geduldsfaden. Ich bin übrigens komplett falsch, merke ich gerade. Ich muss ja hier zu der 2 muss ich hin. Also wie gesagt, ist jetzt gerade zwar ein bisschen viel gewesen, aber es war ein Fehler gewesen. Und ich konnte den durch den Neustart des Spiels anscheinend jetzt irgendwie beheben. Ja. Jetzt haben wir den Poki haben wir jetzt, um auf den Hauptserver zuzugreifen, auf den Hauptterminal, um dann Kazumi, diese KI, halt zu kopieren und damit wir den mitnehmen können. Weil wir wollen ja hier vom Schiff abhauen. Und das ist ja alles illegal, was wir eigentlich machen. Das dürfen wir ja nicht. So. Und jetzt schön schauen und gucken. Hier an der Stelle bin ich nämlich verzweifelt. Bis hierhin bin ich noch gekommen, mit Ach und Krach. Und genau, jetzt muss ich den Code hier eingeben. 3155 3155. Und dieses Fenster, seht ihr, diese Code-Reihenfolge, die da steht, die wir brauchen, das hat sich nicht geöffnet. Das will ich jetzt kurz abfotografieren. So, tipptopp. Und das war's auch schon. Jetzt haben wir hier diese Code-Reihe. Den kann ich euch auch nochmal zeigen gerne.
genau hier. Und da steht ja, die Tage stehen ja jetzt hier. Und das war jetzt zwar ein bisschen tricky, das herauszufinden. Genau. Weil wir wissen ja nicht, welchen Tag ist. Also entweder läufst du hier durch die Station und probierst irgendeinen Bildschirm zu finden, auf dem steht, welcher Tag ist. Vielleicht steht das sogar hier irgendwo. Nee. Oder was du auch natürlich, was man natürlich auch probieren kann, ist einfach, wenn man das jetzt so öffnet, einfach die allererste, vom Montag, die ersten Code auszuprobieren, ob der funktioniert. Weil es leuchtet dann nämlich so ein grünes Lichtchen leuchtet auf, wenn du den richtigen hast. Und so konnte man dann ganz leicht, ja, den ersten, das erste rausfinden. Und zwar, das wäre das hier. Nämlich F11. Da konnte man jetzt den Pokey hier reinstecken. Klapp. Wenn es nämlich falsch wäre, würde sich das so anhören. Das ist falsch. Und das ist richtig. So, jetzt können wir weiter gucken. Das zweite ist jetzt A23. Das wäre hier oben. A23. C11. C, also es geht immer hier so, von C gibt es die Seite 2 und die Seite 1. Und dann weiß ich, wenn es C11 steht, dann ist es hier 1-1. Weiter geht's mit F23. F23. Und B22. So, und bis hierhin. Oh, ich hab's falsch gemacht. Nein! Oh, jetzt muss ich nochmal von vorne. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Ich spule das Ganze auch vor. So, also erstmal hier. Dann A23. A23. F12. Halt, nee, oder? Quatsch. C11. C11. F23. B22. So, jetzt. Dann hat ja gar nicht so lange gedauert. Nee, das spule ich jetzt auch nicht extra vor. So. Perfekto. Und jetzt können wir auf den Hauptcomputer zugreifen. Und das alles neu auch für mich jetzt. Das erlauben wir mal. Hello, River Alea. Hello, Portable Kaz. Now I must signal the captain that you have wrongfully gained access to the mainframe. Are you kidding me? I must follow protocol, remember? I advise you to hurry to the escape pods now, as it is highly likely that someone will try to apprehend you. Take good care of her, Portable Kaz. Aye, aye, Captain. This is getting far too schizophrenic. Only a little. Okay, also jetzt geht's anscheinend richtig ab. Wir sollen jetzt nämlich uns zu den Rettungskapseln begeben und von dem Raumschiff hier abhauen. Aber das wird dem Captain überhaupt nicht gefallen. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht erwischt werden. Den tragbaren Kazumi, den haben wir jetzt dabei. Der wird uns jetzt unterstützen. Finde ich richtig geil jetzt. Jetzt nimmt die Story richtig Fahrt auf. Vorher war es natürlich ein bisschen mühselig, das alles zu finden. Here we go. Ah, der Captain ruft mich an. I'm sorry, Captain, but I can't waste any more time. You can and will do as you're told. Report to the bridge immediately. I'm not the military captain. I have other loyalties. You're making a big mistake, Doctor. Uh-oh. Kaz. Yes, River Alea? Any ideas? You are alone on the deck. I'll temporarily block the elevator. But how do I get to the escape pods without the elevator? Go to maintenance core, and from there, take the maintenance shaft down to deck 1. Keep in mind that it is 25.321 meters deep, so gravitational thrusters will be crucial. Now turn off your wrist comm until you've reached the pod, otherwise they will detect you. Got it. Okay. Okay, also der Kazumi, falls ihr das jetzt nicht mitgelesen habt, der hat jetzt den Aufzug versperrt, dass, weil wir allein hier auf dem Deck sind, dass jetzt der Captain, dem das natürlich überhaupt nicht passt, was wir gemacht haben, der ist jetzt auf dem Weg nach unten jetzt. Also die wollen zu uns, die wollen mich schnappen. Wie gesagt, der Kazumi hat den Aufzug jetzt blockiert und jetzt sollen wir über einen Lüftungsschacht. Über den Lüftungsschacht sollen wir jetzt, oh, das ist hier wahrscheinlich. Ja. Sollen wir jetzt zu Deck 1 gehen, wo auch sich die Rettungskapseln befinden werden. Als ob ich da jetzt runterspringe.
Aber der hat irgendwas gesagt von Gravitation. As my Bulgarian friend used to say, Mechka strach, men ne strach. Ich muss da runterspringen, ohne Scheiß. Als ob. Hat's funktioniert? Scheint zu funktioniert zu haben. Geh zur Krankenstation und rede. Was? Nee. Mach dich auf den Weg zur Rettungs. Here we go. Was stand da? Mach dich auf den Weg und zur Rettungskapseldeck. Okay. Ah, der Captain ruft wieder an. What are you doing, Jones? I'm sorry, Captain, but I can't waste any more time. You can and will do. Ah, der sagt genau das gleiche wie vorher. To the bridge immediately. I'm not the military captain. I have other loyalties. You're making a big mistake, Doctor. Scheiße, ich weiß aber leider auch überhaupt nicht mehr, wo Reaktorkern? Nee, ich muss zu den. Nee, wir sind gestorben, tatsächlich. Wir sind gestorben, wir haben es nicht geschafft. Ich dachte jetzt zuerst, hä, wieso redet ihr denn das selber? Wir sind tatsächlich gestorben. Verdammt. Okay, okay. Ah, ich muss jetzt, glaube ich, nochmal zum Aufzug, dass sie jetzt nochmal mit Kazumi redet. Hier. Nee, warte, wo war der Aufzug? Hier. Kaz. Yes, River Leia? Any ideas? You are alone on the deck. I'll temporarily block the elevator. Okay. But how do I get to the escape pods without the elevator? Go to maintenance core and from there, take the maintenance shaft down to deck one. Keep in mind that it is 25.321 meters deep, so gravitational thrusters will be crucial. Now turn off the intercom until you've reached the pod, otherwise they will detect you. Okay, wir brauchen Gravitationsschubdüsen, damit wir das überleben, den Sprung. Natürlich. Ich dachte zuerst, da unten sind vielleicht irgendwie so Schubdüsen, dass man da runterspringen kann. Die Schubdüsen bekommen wir garantiert hier, aus dem Zimmer. 100 Pro. Gravitationsschießen. Hier liegen bestimmt irgendwo welche rum. Da, guck mal hier. Was ist das? Perfekt. Gespeichert haben wir auch noch, das ist gut. Habe ich das jetzt an oder habe ich jetzt nur den Anzug? Oh, ich hoffe, das reicht. Waren das jetzt Gravitationsschubdüsen oder war das jetzt nur der Anzug? Das ist halt die Frage, ne? Ich gucke nochmal gerade nochmal ein bisschen blöd rum. Aber das müsste eigentlich das gewesen sein. Doch, doch, das war das gewesen. Kannst du sagen, was du willst. Okay. Ich riskiere es jetzt. Es hat ja gespeichert, von dem her. As my Bulgarian friend used to say, Mechka strach. Drücke linke Maustaste, um in der Luft zu schweben. Das war hoch. Da müssen wir rein. Thank you, Kaz. Hat funktioniert. Sauber. Drücke Y, um zu kriechen. Und gleich um die Ecke kommt das Alien sicher. Hey, es geht ja gar nicht. Y, hey. Ich drücke. Ah, ich habe ja die andere Tastatur. Okay. Bei mir ist das Z. Wir gehen am besten links rum. Da ist zu. Ich glaube, wir müssen hier lang. Als ob die jetzt einfach durch den Lüftungsschacht jetzt hier kriechen. Mega geil. Guck mal, die Tür ist offen. Okay, I am not afraid. Do not rush. Was ist jetzt los?
Warum ist sie so langsam? Müssen wir doch... müssen wir hier hin? Do you see what I'm seeing, Kaz? Was denn? Ah, das da. What is this thing? Ich glaube, wir folgen dem besser mal. Vielleicht ist das ja auch dieser Kazumi. Vielleicht hilft er uns jetzt gerade, einen Weg zu finden. Attention all crew. Dr. River Alea Catherine Jones is to be apprehended on site and escorted to the bridge immediately. I repeat, whoever lays an eye on Dr. River Alea Catherine Jones is to bring her to me this instant. Ja, die wollen uns gefangen nehmen. Das ist ja... Oh, scheiße. Run, River, run! Ja, aber wo, in welche Richtung? Das ist die Krankenstation. Nein. Die hat mich erwischt. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Oh, wie ärgerlich. Oh, hab mich so, ey, die boxt mich einfach so nieder, Mann. Ich glaube, die spinnt. Also, jetzt probieren wir es nochmal. Run, River, run! Bitte, ist das jetzt die richtige Richtung? Okay, da war das Büro. Dort war der Freizeitraum. Hier ist... Nee. Das ist auch nicht. Oh Mann! Nein! Nein! Mann! Ich hätte da links gehen müssen, glaube ich. So, jetzt sind wir wieder hier und jetzt probiere ich es nochmal. Und diesmal aber richtig. Los! Also... Rechts. Und diesmal dann anstatt rechts links gehen. Ey, bitte, stimmt das? Hier, ne? Nee, noch eins weiter. Und jetzt? Nein. 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 Mann, wo ist denn diese blöde Rettungskapsel-Scheiße, Mann? So, nochmal hier. Ich probiere jetzt mal nicht rauszuspringen. Vielleicht ist das ja auch einfach geradeaus. Das kann ja auch sein. Geht die weg da vorne? Rettungskapsel. Ah nee, da vorne sind nur die Unterkünfte. Also nochmal. Hier war das Aufenthaltsraum. Das ist es auch nicht. Ja. Hier war die Sackgasse jetzt eigentlich nicht. Kann ich die auch niederschlagen, weil linke Maustaste stand? Ja! Das ging in die Eier. Weiter! Und jetzt? Hä? Helm? Wir haben es geschafft! Yes! Does anything work here? Kazumi, God damn you! Ich kann jetzt gerade nichts machen, okay. Kaz, you must help me. Kazumi, what's happening? Quickly, El, before they shut down the evac system. Ja, ich kann mich nicht bewegen, was soll ich machen? Ist das so gewollt? Oder hat sich das jetzt aufgehängt? Ich glaube, das hat sich aufgehängt. Oh, jetzt habe ich es geschafft und das Blöde hat sich aufgehängt, Mann. Scheiße. Ja,
Also. In die Eier. Und jetzt rechts dann. Nein! Ich hab's nicht geschafft, gell? Weil der plötzlich mittendrin aufgehört hat zu sprinten, dieser Bastard, ey. Entschuldigung, tut mir leid. Ich weiß, ich tu gerade ein bisschen überreagieren, aber für euch ist es nur Geskippe. Ich muss mir jedes Mal das neu anhören, wenn sie da runterspringt und dann sieht sie das in der Röhre, dann ist alles wieder so langsam. Mein Gott, also nochmal. Schraubenschlüssel. Jetzt wird's dunkel. Sie sollten hier einen Checkpoint machen und nochmal rennen jetzt. Los! Rennen! Jetzt rennt sie wieder nicht mehr. Oh, die kann ich natürlich nicht treten. Mann, dieser Bastard, alter Mann. Scheiße. Jetzt hat's wieder gesponnen. Ich konnte nicht rennen. Was soll denn diese Scheiße, ey? Funktionier jetzt einfach. Mann! Das letzte Mal haben, der hat der Helm aufgeleuchtet. Rettungskapsel funktioniert nicht. Ich glaube, ich muss das ganze Spiel nochmal neu starten jetzt. Doch, ha, ha! Jetzt, ja! Does anything work here? Kazumi, God damn you! Quickly, L, before they shut down the evac system. Was? Was? Wir haben es geschafft. Endlich! Oh mein Gott, endlich! Setting trajectory. Prepare to eject. 3, 2, 1. Los! Boah! Okay, ich glaube, dass wir das Ende von Episode 1 erreicht haben. Von dem das Spiel heißt ja Elea Episode, Elea Episode 1. Also ich glaube, das ist jetzt erstmal hier fertig und der zweite Teil Episode 2 ist noch gar nicht draußen. Ich will jetzt nicht anfangen, mich zu verabschieden, wenn das Spiel noch nicht fertig ist, aber es passiert nichts mehr, deswegen, keine Ahnung. Ja, an sich war es ein cooles Spiel gewesen, würde ich sagen. Ein paar Rätsel waren halt echt heftig gewesen, da hätte man schon ein bisschen Hilfestellung noch bekommen können. Da musste man schon richtig den Kopf anstrengen, aber das, was wirklich mühsam war, war einfach die Bugs, wo einfach da waren. Also es waren echt ein paar schlimme Bugs da, wo man halt einfach wieder den Startpunkt jetzt nochmal neu machen musste, nochmal einen Startpunkt zurücksetzen musste. Habt ihr jetzt gesehen, 50 Anläufe habe ich gebraucht, bis ich endlich mal hier zur Rettungskapsel konnte. Und ja, aber ansonsten atmosphärisch ist das Spiel natürlich mega geil. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das jetzt so switcht, weil der Anfang war halt nochmal komplett anders. Und ja, keine Ahnung. Wenn das Spiel jetzt wirklich fertig ist, würde ich mich an dieser Stelle jetzt schon mal von euch verabschieden. Ich lasse das jetzt noch fertig laufen, guck's mir auch noch fertig an und mach auf jeden Fall, sobald Episode 2 draußen ist, damit auch mal ein paar Fragen geklärt werden, weil es sind natürlich jetzt noch mega viele Fragen offen, ne? Sobald Episode 2 draußen ist, würde ich dann aber auch dazu ein Let's Play natürlich
machen. Und ansonsten würde ich trotzdem sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich über eine positive Bewertung von euch freuen. Und haltet die Ohren steif. Euer Nier. Ciao. Kazumi, what's happening? She wants to play.